Hallo Leute, heute möchte ich mal zeigen, wie man in der Schnellentwicklung hier rechts, diese Ad-Hoc-Entwicklung, wie man auch wie bei Lightroom steht, wie man damit etwas genauer arbeiten kann. Hier habe ich einfach mal so eine Reihe Bilder ausgesucht, die brauchen wir gar nicht alle. Ich möchte mal einfach das hier auswählen. Das ist jetzt in Photoshop fertig bearbeitet. Ich zeige mal einmal die Entwicklungsdaten, das heißt also wirklich, hier ist nichts verändert, weil einfach es ist eine PSD-Datei fertig gemacht in Photoshop. Ich finde das schon so cool, ich würde jetzt nichts mehr dran machen. Ich benutze die jetzt einfach mal, um das zu zeigen. So, hier sieht man also nichts verändert. Ich gehe mal wieder mit der Taste E zurück und das kennt mit Sicherheit jeder, diese Pfeile hier. Ein Pfeil bedeutet eine Drittelblende-Erhöhung und zwei Pfeile Einblende. Genauso wie hier, weil Kontrast erhöhen, Lichter erhöhen. Ein Pfeil bedeutet nicht so viel und zwei bedeutet einen größeren Schritt. So, manchmal ist es aber so, dass man eine Drittelblende schon zu viel ist. So, in diesem Fall würde ich jetzt sagen, das ist irgendwie doch schon wieder dann zu viel. Also, ich habe einmal drauf gedrückt. Ich gehe jetzt nochmal in Entwicklung rein. Da sieht man also 0,33, also eine ganze eine Drittelblende nach oben. Ja, ganz einfache Lösung. Diesmal ist es nicht die Alt-Taste wie so oft in Lightroom, sondern es ist die Shift-Taste. Ich drücke jetzt mal und jetzt gucken wir mal auf die kleinen Pfeile. Die werden noch kleiner, zwar in der ganzen Reihe. Wenn ich dann jetzt da drauf drücke, das wird jetzt übrigens nicht mehr angezeigt, wenn ich hier länger drauf bin. Wenn ich jetzt da drauf drücke und ich gehe nochmal in den Entwicklungsmodus, sieht man, habe ich 0,17. Das heißt, man hat da noch mal weniger als, also noch mal die Hälfte von ein Drittel. Das heißt, ein Sechstel hat man erhöht. Da kann man wirklich in schön feinen kleinen Schritten das Ganze erhöhen. Wenn ich jetzt noch mal drauf drücke, dann Moment, dann habe ich halt ja 0,34 rund das natürlich. Also wenn ich dann zweimal drauf drücke, habe ich so viel wie einmal. So, genau, und so kann man wirklich sehr gut leicht entwickeln. So, hier 0,01. Jetzt nochmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch runter machen will, ist ja egal in welche Richtung, auch ein Drittel zurück. Und dann drücke ich die Shift-Taste und drücke drauf, dann müsste das ja eigentlich ein halbe Blende runter sein. Genauso ist es. Also, das wollte ich eigentlich mal kurz zeigen. Genauso geht das natürlich auch nicht nur mit der Belichtung, sondern auch mit dem Kontrast, den Lichtern. Wenn ich einmal, gut, das sieht man natürlich nicht so doll, Tiefen, ja, man sieht es nicht so doll. Das musst du einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, Shift-Taste drücken, die Pfeile werden kleiner und da kann man schön in abgestuften Schritten ja, feiner bearbeiten. Ich hoffe, es hat gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.